Der ADAC hat eine Website eingerichtet, auf der er über den Fiat Chrysler Abgasskandal informiert. Warum der ADAC sich hier als heimlicher Lobbyist der Autoindustrie hervortut, erfahrt ihr in diesem Video. Es ist wirklich ein Skandal. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Mingers von der Kölner Verbraucherrechtskanzlei Mingers Rechtsanwälte. Wenn dir dieses Video gefallen sollte, lass ein Abo da, läute die Glocke, dann bekommst du immer Bescheid, wenn es hier was Neues gibt. Wir haben die Internetseite des ADAC hier in den Shownotes verlinkt. Bitte schau da rein. Ich gehe jetzt während des Videos immer wieder hier auf die Seite ein. Fiat und Chrysler ist genauso vom Abgasskandal betroffen wie viele andere Hersteller wie Volkswagen, Daimler, BMW und so weiter. Es hat auch in Deutschland Ermittlungen gegeben. Es hat natürlich in Italien die Ermittlungen gegeben. Das Kraftfahrtbundesamt weiß seit 2016 Bescheid. Das Bundesverkehrsministerium weiß Bescheid. In Italien sind die Behörden alarmiert. Es gibt zahlreiche Strafanzeigen gegen Fiat und es gibt große Hinweise darauf, es gibt Gutachten, es gibt Sachverständigengutachten, die alle darauf hinweisen, dass auch Fiat mittendrin im Abgasskandal ist. Fiat hat seine ganzen Fahrgestelle und Motoren an Herstellern von Reise- und Wohnmobilen verkauft und sowohl die Fahrzeuge als auch die Wohnmobile sind nunmehr betroffen vom Abgasskandal. Und nun hat der ADAC sich eingeschaltet und meint zu ermitteln auf der Website. Was auf dieser Website auffällt, ist, dass es in letzter Zeit, also die Website ist mir das erste Mal Anfang Dezember 2020 aufgefallen, da wurde jetzt schon verbessert, das muss ich sagen. Aber zum Teil finden sich hier hanebüchene Hinweise auf der Website und auch unzulässige Verharmlosungen. Hier wird also zunächst einmal hingewiesen, dass die Staatsanwaltschaft Frankfurt für Deutschland ermittelt, dass es um Fahrzeuge der Baujahre 14 bis 19 geht. Und hier wird auch gesagt, dass es wegen gewerbsmäßigen Betrugs ermittelt wird und dass es um Neuwagen betreffend der Modelle seit 2014 geht. Hier wird schon verschwiegen, dass es genauso auch um Reisemobile und Wohnmobile geht. Und es geht nicht nur um Neuwagen, es geht auch um Gebrauchtwagen. Das hat der BGH im Abgasskandal ganz klar beschrieben. Dann behaupten die ADAC-Juristen, dass man die strafrechtlichen Ermittlungen von möglichen zivilrechtlichen Ansprüchen trennen muss und dass es bei zivilrechtlichen Ansprüchen um Schadensersatz und Rückgabe geht und dass aber ein konkreter Schaden vorliegen muss. Das ist bewusst eine Verkürzung und eine Fehldarstellung der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs. Natürlich wird bei der Schadenshöhe der konkrete Schaden eines Einzelnen berechnet. Das heißt, wir haben einen individuellen Kaufpreis abzüglich eines Nutzungsersatzes für die gefahrenen Kilometer und das ist der individuelle Schadensersatzanspruch. Aber ein Schadensersatzanspruch teilt sich juristisch immer auf zwischen dem Schaden dem Grunde nach, also was ist passiert, habe ich grundsätzlich einen Schadensersatzanspruch und der muss hier nicht konkret vorliegen, sondern es ist eine allgemeine Tatsache. Das heißt, wenn feststeht, dass Fiat betrogen hat, und da sind wir auf einem guten Wege, wenn feststeht, dass sie um die Abgaswerte betrogen haben, dass genau der Motor betroffen ist, dann haben sämtliche Käufer von Fiat Chrysler Fahrzeugen, Wohnmobilen, Reisemobilen einen Anspruch dem Grunde nach. Und dann geht es darum, konkret um den Anspruch der Höhe nach. Also da muss jetzt nicht jeder für sich kämpfen und nochmal individuell nachweisen, dass Fiat überhaupt vom Abgasskandal betroffen ist und betrogen hat. Das stimmt so nicht. Dann werden hier Modelle vorgestellt auf der Website. Nach unserer Kenntnis sind es weitaus mehr Modelle und auch hier werden wieder die Wohnmobile und Reisemobile, ich weiß nicht, ob bewusst, weggelassen. Dann behauptet man, dass der ADAC halt nicht feststellen kann, ob man vom Abgasskandal betroffen ist. Das könne nur der Hersteller und das Kraftfahrtbundesamt.
Natürlich kann man über eine Liste der Betroffenheit feststellen, wer jetzt vom Abgasskandal betroffen ist. Diese Kraftfahrtbundesamtlisten sind einsehbar und man kennt die einzelnen Motoren und weiß, wer da betroffen ist. Dann die nächste Frage, soll ich Anzeige erstatten? Große Überschrift. Ihr schreibt der ADAC, das ist nach Einschätzung der Clubjuristen nicht zwingend erforderlich. Das Beispiel VW habe gezeigt, dass sie strafrechtliche Ermittlungen jahrelang hinziehen können. Selbst wenn es zur Verhängung von Bußgeldern oder zu Verurteilen kommen könnte, hat dies, wenn überhaupt, eine sehr geringe Auswirkung auf die zivilrechtliche Beurteilung. Ich bin sprachlos. Das Strafrecht ist immer die Grundlage fürs Zivilrecht, denn die Staatsanwälte mit der Polizei ermitteln, dass ein Betrug vorliegt. Und wenn ein Betrug vorliegt, habe ich korrelierend im Zivilrecht den Anspruch aus vorsätzlich sittenwidriger Schädigung 826 BGB, aus dem wir gegen VW und gegen Mercedes und gegen Fiat eben vorgehen. Also von daher ist es ganz wichtig, dass wir auch Einsicht kriegen in die Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft. Also hier zu sagen, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, ist Blödsinn, muss man so deutlich sagen. Dann, die Staatsanwaltschaft Frankfurt ist nach eigenen Angaben nur an Anzeigen von Neuwagenkäufern interessiert. Kann ich mir nicht vorstellen, denn auch Gebrauchtwagenkäufer sind vom Abgasskandal betroffen. Droht meinem Fahrzeug die Stilllegung? Einige Medien berichten, dass Fahrverbote oder Stilllegungen drohen, weil sie laut Staatsanwaltschaft nicht genehmigungsfähig seien. Dies kann derzeit nicht bestätigt werden. Eine Untersagung des Betriebes wäre möglich, wenn aufgrund eines verpflichtenden Rückrufs Änderungen am Fahrzeug vorgenommen werden müssten und so weiter. Also bei VW drohten Stilllegungen, wenn also ein Rückruf vorliegt, dann kam als nächstes irgendwann mal vom Kraftfahrtbundesamt bzw. vom Straßenverkehrsamt die Verpflichtung, ein Software-Update aufzuspielen, weil sonst die Entziehung der Zulassung drohte. Also auch hier wird auf jeden Fall verharmlost. Und dann wird es richtig gut, was können Fiat-Kunden jetzt tun? Also alle die deren Diesel nicht älter als 24 Monate ist und die Euro-6-Norm erfüllt, die wären innerhalb der Sachmängelhaftungsfrist. Es empfiehlt sich hier, anwaltlichen Rat einzuholen. Und hier hat der ADAC die Website schon verbessert, denn der Rat war bisher nicht drin. Bisher wurde komplett abgeraten. Hab gehört, hab Zeit, droht keine Verjährung. Also, die Gebrauchtwagenhändler sind in der Sachmängelhaftungsfrist und das gilt vor allen Dingen die Wohnmobile gekauft haben. Dann schreibt man hier weiter, bei Fahrzeugen, die bereits älter als 24 Monate sind und außerhalb der Sachmängelhaftungsfrist befinden, droht aktuell noch kein Risiko, durch Zeitauflauf Rechte zu verlieren. Die Verjährungsfrist beträgt für diese Verstöße 3 Jahre ab Kenntnis. Ja, und das ist ja genau die Krux. Wir hatten ja ein BGH-Urteil Ende letzten Jahres. Also es gibt zum einen den Gewährleistungsanspruch direkt gegen den Händler. Gab es vor Jahren bei VW auch, das ist 24 Monate. Aber irgendwann geht es ja, wenn wir aus 826 vorgehen, um den Betrug. Und da habe ich einen unmittelbaren Anspruch gegen den Konzern. Und der verjährt 3 Jahre ab Kenntnis, Beginn, Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist. Und da ist die Frage, wann habe ich denn Kenntnis? Und da scheiden sich gerade die Geister. Denn es könnte sein, dass die Kenntnis bereits beginnt, dann, wenn es zum ersten Mal in die Öffentlichkeit kam, dass auch Fiat vom Abgasskandal betroffen ist. Und das könnte zum Beispiel auch schon 18 gewesen sein und dann verjähren die Ansprüche Ende 21. Das ist noch nicht geklärt vom Bundesgerichtshof und von daher muss man da äußerst vorsichtig sein. ADAC schreibt, die Verjährungsfrist Ende frühestens am 31.12.2023, sehe ich ganz anders. Also aus anwaltlicher Vorsicht muss ich dazu raten, muss sagen, Vorsicht, Ende 21 könnten die Ansprüche schon verjähren. Warum macht so ein ADAC sowas? Das ist ja schon fast eine bewusste in die Irre Führung und das führt dazu, dass vielleicht viele Fiat- und Chrysler-Fahrer ihre Ansprüche nicht geltend machen oder denken, ich habe ja noch ein paar Jahre Zeit. Man kann hier nur vermuten. Zum einen ist es so, dass die großen Autohersteller natürlich wichtige Werbekunden sind vom ADAC. Zum anderen hat der ADAC eine eigene Rechtsschutzversicherung. Die Kunden, die Verbraucher würden dann von der Rechtsschutzversicherung geltend machen. Das würde wieder Kosten nach sich ziehen. Das sind jetzt nur Vermutungen von mir. Jedenfalls empfinde ich eine solche Website mit solchen Fehlinformationen und Verharmlosungen von einem Verband, der sich auf die Fahne geschrieben hat, die Autofahrer zu vertreten und eine Lobby der Autofahrer zu sein und eben nicht der Autohersteller, das empfinde ich als eine Frechheit. Wie findet ihr das? Seid ihr genauso empört wie ich? Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns wie immer vor Gericht.